So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute gibt es nämlich Samyang-Nudeln, aber nicht die gleichen wie immer, obwohl wir eigentlich immer verschiedene machen. Ich habe eine Sorte gefunden, die habe ich noch nie gesehen, noch nie was von gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die her waren. Ich glaube, ich habe einfach bei Google Samyang eingegeben. Und von irgendwelchen ominösen Seiten kam dann ein Angebot, wo du im Ausland wieder in Amerika oder sonst was über eBay eine Packung Samyang Bulldog Korn bestellen konntest. Die habe ich noch nie gesehen, davon habe ich noch nie gehört. Ist eine gelbe Packung, sieht erstmal aus wie Samyang Bulldog Cheese, ist aber kein Cheese. Man sieht deutlich hier das Hühnchen in so einem Maiskolben drin sitzen. Man sieht hier das Hühnchen, was so einen mexikanischen Sombrero aufhat und Musik spielt. Hier oben steht auch Korn. Diesmal also nichts, was die ganze Zeit nur auf Japanisch geschrieben ist, weil es ja irgendwie aus Amerika kommt und daher dann das alles Englisch steht, während du auf den anderen ja nur chinesische Schriftzeichen hast, als Japanisch verkleidet. Hier steht Samyang Korn, naturally and artificially flavored Bulldog. Artificial Spicy Chicken Flavor Ramen. Was genau daran jetzt so besonders ist, weiß ich nicht. Das werde ich gleich kennenlernen. Und diesmal lese ich mal kurz die Gebrauchsanweisung durch, wie man die macht. Und dann seht ihr, eigentlich mache ich die gar nicht so viel falsch. Hier steht nämlich 600 Milliliter Wasser aufkochen vor 5 Minuten. Die Nudeln reinpumpen, ploppen lassen. Dann das Wasser abgießen, vier Löffel von dem abgekochten Wasser noch an den Nudeln lassen. Das mache ich einmal, wenn ich die abgieße, dass ich einfach die halt ein bisschen Wasser, 2-3 Tropfen noch drin lasse. Dann die Soße und das Pulver dazugeben auf diese trotzdem abgegossenen Nudeln. Und dann stir well and serve. Und das heißt eigentlich nur gut umrühren und servieren. Das heißt, sie kochen auch die Nudeln einfach nur weich, geben das dann irgendwo hin, knallen das Pulver und die Soße drauf, rühren alles rum und essen das. Von wegen hier immer, man muss 1000 Liter noch Wasser drin lassen und man muss das nochmal anbraten und man muss das nochmal hier, man muss das nochmal da. Bei denen ist das wirklich so, wie ich es immer mache, und die wollen wir jetzt mal aufmachen. Die Tüte fühlt sich nämlich ziemlich komisch an, als wäre da drin einfach alles kaputt und auseinandergesprengt. Das war wahrscheinlich auch mal so ein Rechteck. Aber irgendwie ist nicht mehr viel von dem Rechteck übrig, weil jetzt ist nur noch Krümel drin. Lauter kleine Brocken, sieht aber nicht aus wie ein Rechteck, es war wohl doch ein Kreis. Also wie bei den Carbonara ist da eher ein rundes Nudelpelzchen drin. Hier habt ihr die Soße, auch auf dem Soßenbeutel steht diesmal Korn. Und das ist Puder oder Flakes oder was anderes. Hier steht auch auf einer grünen Tüte nochmal Korn drauf. Fühlt sich an wie Puder, was das genau ist, sehen wir uns dann an, wenn wir es drauf machen. Jetzt aber erstmal die Nudeln kochen. So, das Wasser ist fertig. Da habe ich mir ein was rausgenommen, das möchte ich dann mal so probieren. Warum, erkläre ich euch gleich. Kochendes Wasser über die Nudeln. 600 Milliliter, ich glaube, das waren jetzt hier 750 oder so, ein bisschen mehr. Jetzt warten, bis die Nudeln ein bisschen weich werden, aber noch schön bissfest sind, denn so mag ich die am liebsten. Das probiere ich dann gleich mal draußen. Das ist das, was ich eigentlich sonst Adi gebe. Der hat aber schon probiert. Und das hat so einen interessanten Geruch, dass ich das mit rausnehme und so probiere. Adi, Schatz, alles Gute. So, Molly frisst gerade ein bisschen trocken. Adi wartet schon die ganze Zeit, dass wir endlich wieder rausgehen auf den Balkon. Und ich muss erstmal die Nudeln abgießen, damit die nicht zu weich werden. Mache ich ja, wie gesagt, immer gleich. Habe extra hier auch mein Nudelsieb mitgenommen. Von mir zu Hause bis hierher, jetzt. Das ist fachmännisches Abtropfen, bis nur noch 4 Löffel Wasser übrig sind. Jetzt sind genau 4 Löffel Wasser übrig, also kann ich mir die Nudeln auf den Superteller machen. Und den nehmen wir jetzt hier raus. Guck mal, wie das hin und her schwimmt. Das sieht sehr gut aus. Und es riecht wie im Kino, es riecht wie Popcorn, es riecht total wie süßlicher Mais. So, ich bin immer noch mega gespannt, ich habe es eben schon angeteasert. Es riecht einfach mega süß, es riecht einfach wie Mais aus der Dose, es riecht wie frisches Popcorn, es riecht wie alles zusammen. So eine richtig spezielle Mischung, deswegen habe ich mir auch
dieses eine trockene Gebambel hier mitgenommen, weil das hat in der Tüte schon so nach süßem Mais gerochen und Popcorn, butteriges Popcorn, also voll das Kino-Feeling. Deswegen möchte ich das jetzt auch mal so probieren. Und ich weiß, wieso Adi das immer so gern isst. Hat eine leichte Popcorn-Note. Es ist halt wirklich Korn, also Mais. Mais ist Korn, Korn ist Mais. Ob die jetzt einen Maisgeschmack haben oder ob die aus Mais sogar angefertigt sind, weiß ich nicht. Wir hauen uns jetzt die Kornsoße hier drauf. Es dürfte aber nur ganz normale rote Samyang-Soße sein. So, einmal rumgedreht. Ja. Die ist auch nicht zu flüssig, die hat wieder ein bisschen was von Mousse, wie Pflaumenmousse. Ist ein bisschen dunkler, ich weiß gar nicht, was wir beim letzten Mal hatten. Irgendwas habe ich doch letztens getestet, da war das so eine richtig rote Soße. Die hier kommt wieder dunkler, zwar nicht ganz schwarz, habe ich schon dunkler erlebt. Ich glaube, die Curry hat auch so eine richtig extrem dunkle, breiige Pflaumenmousse-Soße, ohne dass es nach Pflaumenmousse schmeckt. Auch die Soße schmeckt, ne, warte mal, die Soße schmeckt komplett anders als alles, was ich bisher kenne. Die hat zwar so eine ähnliche Farbe und Konsistenz, aber irgendwie dachte ich jetzt auch gerade, ich habe in eine Popcorn-Tüte reingebissen, habe irgendwas Buttriges, Zuckriges am Mund gehabt, wie Zuckerkristalle, gleichzeitig aber ein Bitzeln, ein Brennen, eine Schärfe wahrgenommen. Ist das ja also eine süße Variante von den Samyang Buldak Flavorn, Hot Chicken Flavor, aber in Popcorn süß. Machen das jetzt mal hier rum, haben da noch das Pulver und das Pulver müsste eigentlich nochmal ausschlaggebend sein. Im Endeffekt ist das gar kein Pulver, das ist einfach nur eine Tüte Zucker, die man jetzt noch da drüber macht. So, Nudeln sind da, Pulver, bin ich mal gespannt, wir schütteln es mal runter. Mal reiße ich das Tütchen immer in der Mitte auf, dann fliegt schon alles weg. Hier möchte ich aber wirklich, oh, hier möchte ich wirklich das mal so drüber streuen. Ich kann es nicht definieren. Ich bin es gewohnt, dass da immer weißes Pulver drin ist, aber guckt euch mal das an. Das ist richtig gelbes Pulver, Maisstärke, keine Ahnung was genau. Machen wir es mal hier drauf. Hat auch einen richtig komischen Geschmack, einen Suppengeschmack. Jetzt sieht es wieder aus, als würden kleine Zuckerkristalle rausfliegen. Aber auch was auf den Tisch gematzt. Hier, kurz auf den Tisch gematzt, ist da ein Fleck. Guckt euch das mal an, was da jetzt für eine gelbe, komische, staubige Note drauf ist. Ich bin total gespannt, wie das jetzt schmeckt. Wir machen es natürlich trotzdem rum. So, dass das Flüssige wieder ein bisschen fester wird. Vielleicht wie bei den Creme Carbonara, dass ihr da einen Brei habt. Das ist bestimmt Zimt und Zucker im Beutel. Zimt und Zucker gemischt, das sind die Weihnachts-Samyang aus Maisstärke oder irgendwas. Ist auf jeden Fall eine Weltsensation. Ein einzelnes Tütchen habe ich davon. Mehr habe ich nicht gesehen, mehr werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen. Deshalb ein Versuch, die jetzt zu essen. Brauche ich das nochmal für Thumbnail. So, das muss reichen. Und jetzt eine Gabel in den Mund von dem Samyang-Korn. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß aber ganz genau, dass ich Pupsi gar nicht fragen brauche, ob die das probieren möchte. Das schmeckt ja so abartig. Irgendwie schmeckt es nur noch mega chemisch und mega säuerlich, mit einer Süße dabei, aber irgendwie bissig.
einfach nur nicht nach Spülmittel, aber nach Chemie. Reines Pulver. Ah. Ich probiere mal noch einen zweiten. Ich glaube, jetzt setzt langsam die Sucht ein. Weil dieser Geschmack, dass diese Konservierungsstoffe sagen dir, ich will mehr, auch wenn es gar nicht schmeckt. Ja, du hast halt wirklich eine muffige Maisfeld. Geschmacksnote da. Alles irgendwie sehr eigen. Alles irgendwie so modrig. Ein bisschen süß ist dabei. Schärfe kommt im Nachhinein. Also wer was Scharfes gern isst, der wird auch da einfach zuschlagen und das probieren und dann nicht Nein sagen. Aber für mich ist ansonsten der Geschmack, der vordergründig da ist, viel zu speziell. Muss ich nicht nochmal haben. Toll, dass wir es getestet haben, mal gezeigt haben. Dann müsst ihr das nicht machen. Wenn es trotzdem interessiert, haut zu, schlagt rein. Es wird auf jeden Fall definitiv anders sein als alles, was ihr bisher gesehen habt und erlebt habt von Samyang. Es geht aber nach einer Zeit, man gewöhnt sich dran. Ich glaube, wenn ich einen Fünferpack hätte, und ich würde mir gleich zwei, drei mit einmal machen, würde ich jetzt auch noch mehr essen und den ganzen Teller verschlingen. Es schreckt erstmal ab, aber es ist trotzdem nichts, was man nicht essen kann. Würde ich mir trotzdem nicht nochmal holen. Dafür ist es zu speziell und daran zu kommen auch schwierig. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal gegessen? Samyang Buldak Korn. Und die Maisvariante mit Popcorn-Geschmack, Geruch, allem drum und dran. Kino-Feeling für zu Hause mit Schaf. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.